ist jetzt nicht Thema. Man muss aber auch sagen, Jin hat einen guten Parry. Oh ja, okay. Und er kann ja, sowohl Schwerter als auch Ketten kriegen. Das stimmt. Das ist ein Punkt. Deswegen in diesem Matchup kann man sich nicht ganz so sehr beschweren. Wir sehen jetzt mal, ob Blue Gangster auch die Parrys einsetzen wird, wie es das erfordert. Schöner Lounge hier mit dem X-Kick. Oh, Hellswing. Es geht schon hier ab. Schöner Tackle hier durchgeführt von Blue Gangster. Okay, ich glaube, da kommt man gar nicht ran. Ich weiß auch nicht, wie minus dieser Move ist, aber... Ich glaube, er ist minus 13, wenn ich ihn schwerer mit so einem Pushback? Das ist ja, das ist das halt eben. Oh, der Wave Punish mit Forward 4. Oh, okay. Wir kämpfen gerne aus dem Nichts. Ja, aber wir sind einen guten Wave Punish eigentlich übergegangen. Richtig gut gemacht. Oh, das hat er gut vorher. Absolut, also der hat er wirklich den Griecher für gehabt gerade. Oh. Counter. Macht es Art und Weise zu sagen, ich habe Magic hier, oder weniger. Okay, jetzt hier, man sieht, Blue Gangster versucht sich noch ein bisschen fernzuhalten, weil die Reichweite von Noctis extrem beängstigend ist und er holt ihn sich aus der Luft mit einem Jab schön durchgeführt. Oh, nice interrupt. Ja, das ist wahr. Ich habe vergessen, dass wir das mal sich auch wieder Englisch machen müssen. Ich vergesse es immer wieder. Ja, wir haben halt eben auch Englisch. Gut, aber die meisten, die gucken, die sind ja deutschsprachig. Also ist wahr. Zumindest können wir das jetzt für diese Runde durchziehen. Und da können wir auf Englisch übergehen. Oh, okay. Schön geöffnet. Da muss man natürlich geduldig bleiben. Also so wie Blue Gangster es gerade gemacht hat, das ist die beste Herangehensweise gegen Noctis, um seine Offensive irgendwie zu überleben. Oh, da die Lanze. Oh, oh, wir waren da am Ducken gerade. Yes. Ich denke, das war's, ja? Ja, das war's. Was ist noch? Erster Sieg. Punkt. Wie geht dann Blue Gangster? Okay. Ja, okay. Okay, jetzt sehen, dass Kippy sich gerade wieder zurück in das Character Select Screen begeben hat. Ich denke, er nutzt die Zeit, um ein bisschen nachzudenken. Da wird ihm noch ein bisschen geholfen, gerade sowohl moralisch als auch vielleicht praktisch. Ja, mach das mal. Alright, so for those that are not speaking German, I'm trying to go over to the English language now. We're gonna do it in English right here. We're gonna continue because I forgot that we gotta do it in English. That's what the TO actually wishes. So we're gonna do it that way and I have absolutely zero problem with that. So let's get right back into the game and we see that Blue Gangster has already had a wonderful start here with that sweep pushing Kippy to the corner. The guys are inflicting a huge amount of damage there. Nicely done. And this time we switch to English because most people can't understand German. Sadly. It's a hard language, you gotta admit that. A lot of articles, not like Germanish with one article. Oh yeah, true. That definitely counts. Nice combo here. Will he get the wall again? Barely, and almost. Oh my goodness! Just like you said, Luca, there we had it. The parry of the swords. Jin is one of the few characters that is actually able to go and parry those swords. He doesn't worry about nothing whatsoever. Oh no, no respect of the friends. At certain points you just have to disrespect and challenge those frames in order to get out of it. You can't always
play like textbook. Oh yeah, that's absolutely right. Oh, this, I thought he had some artistic malfunction or anything that was looking like it, but gladly that was not the case. Okay, what comes now? Oh, he got him! You guys have some kind of life leads? A little bit of more life leads? Oh! That was so unfortunate. Maybe he was hit by doing a backwards. Oh, nice can-can. Oh, and again a can-can after a small whiff. Oh, here we go. Oh, nice combo. Not here? Okay. What's the next? Well, he went for it! He just went for a 2-1-4-4 string in order to seal the deal here with an unexpected low. Okay, reacted really well to that. Oh, the pressure. Oh, counter it. Pressed. It's gonna hurt big time. Still under pressure. Oh, that's weak. Alright. No break. Right. Oh, he waited a little bit too long. Oh, he went for it. Nasty. Again, and this means that Blue Games advances to the next round. He certainly does, and with a boom as well. Weiter. Yeah, just start. I mean, it's we don't have TBT rules here. Oh, it's just for. I don't think so. You can, I gotta switch it. You can complain afterwards. Well, but at least. But you have to give me your point because you just press the PSN button. I am actually kind of confused right now. Why is. We need to see the break. And we gotta switch that. We gotta switch it. Swept, all right. Ist Blue Gangster gerade Gin? Wie normal, oder? Er ist nicht Warren. Okay, ich habe jetzt die Namen gewechselt, aber die Kamerabilder kann ich nicht wechseln. Lass ich jetzt mal so. Okay. Anyways, back to the game. Right, looking good here for Blue Gangster Case. Okay. Englisch oder Deutsch? Das weiß man. Wenn da englische Leute sind, dann ist Englisch. So I think now it's time. Yeah, switching back to German. I think we got lots of German watching. So. Zurück zur deutschen Sprache. Mann, das ist ein Hin und Her, aber wir machen es einfach davon abhängig, wie viele Leute im Chat sind, die Deutsch verstehen. Und ich denke, es sind gerade mehr Leute im Chat, die Deutsch sprechen, als Leute, die Englisch sprechen. Also machen wir es einfach auf die altmodische Weise. It's more effort for the guys that don't have English as a mother tongue. Yes! Jetzt hast du mich voll verwirrt. Jetzt bin ich gerade so voll zwischen ja, ich wollte, Englisch und Deutsch. Ich wollte das letzte Mal auf Italienisch. Ciao, buonasera ragazzi, siamo qua a guardare te. Goal! Che c'è adesso? Okay. Ich weiß nicht, wieso ich in diesen kleinen Bildschirm schaue, wenn ich hier einen riesen Bildschirm habe und mir das Spiel ganz nett. Ich gucke auch mal, wenn ich es auf den kleinen. Ah, daran liegt es ja. Oh, schöner 4-4 Counter-Hit. Willst du auch Honest Gin in Tekken 8 spielen? Ja. Okay. Oh, jetzt! Warte noch auf das war Disgusting Chainsaws Attack. Oh, ja. Yeah. Oh! Finishing it. Bends. Schön gemacht. Minus 14. Weil es hier keine Oh, wurde unterbrochen hier und ein Back hier. Die Money Kicks schlägt sich damit aus der Situation heraus und Blue Gangster gerade in Schwierigkeiten ratet falsch und wird leider von dem Low getroffen. Und damit er kämpft sich Demonic Kick gerade seinen ersten Sieg. Ja.
In der Tat. Der Frosty hat doch einfach den Code bekommen für Hackett zu spielen, Deck 8. Von wem? Von Momo doch. Tippt er dir was? Der ist wahrscheinlich geschenkt, nehme ich mal. Wollte unbedingt spielen. Hat sie eine PS5? Ja. Ah, okay, dann. Hast du auch eine PS5 oder nicht? Meine Schwester. Hat sie Tekken 8? Ja, hat sie bekommen. Also kannst du ja mal spielen dann auch. Also, ja, hast du probiert, oder? Nee. Hast du nicht probiert? Nee. Oh, zu dem ganzen Spiel hier, Demonic Kicks, gerade in Führung mit einem Sieg gegen den Gangster. Oh, okay, das war ein schönes Ausnutzen, gerade Plus Frames. Wow, das habe ich auch mal gefressen tatsächlich. Im letzten Match, wo ich in Brüssel war. Da machst du einen, er macht irgendeinen Move, der minus 5 oder so ist, und dann macht er direkt instant diesen 2-4. Krass. Ist einfach so. Normalerweise ist es ja riskant, sowas. Ja, absolut. Weil du kannst es ja Leute, die das ducken, während das ducken. Das stimmt. Oh, okay. Wow. Finishing the strain. Er hat schon mal probiert mit einem Punch Parry, aber es hat nicht connected. Nee, ich glaube, das wird noch nicht passieren. Zumindest nicht, solange Demonic Kick anfängt, ein bisschen Druck aufzubauen, was er mit Horang auf jeden Fall machen muss. Ja, kein Launch. Oh, nice. Okay, Blue Gangster is still alive. Okay, das ist eine erstaunlich gute Leistung, die hier gerade von Blue Gangster erbracht wurde. Also der hat wirklich gerade geantwortet mit einer starken Aktion. 1-1 aktuell. Okay. Und zurück ins Spiel. Okay, und jetzt sind wir nicht mehr Infinite, sondern wir sind jetzt mit Walls. Ja. Und das ändert schon einiges. Das war ja auch vorhin in dem Match schon eine Wall. Wir haben gesehen, dass Blue Gangster damit deutlich besser vorangekommen ist. Dann war das auch vielleicht die richtige Entscheidung, dass er das Stage ausgeführt hat. Absolut. Aber ich denke auch für Morang ist es besser, weil er kann an der Wand schon so viel enormen Schaden machen. Ja, beide Charaktere sind gut. Absolut. So, jetzt Blue Gangster in der leichten Führung, hat aber ein bisschen mehr Schwung als erwartet. Jetzt Demonic Kick, nutzt die Gelegenheit, wird gecountert und das führt natürlich zu einer Wall-Combo. Zumindest sollte es das gewesen sein. Nice, Demon Paw hier bei Blue Gangster. Yep. Blue Gangster, wie man gesagt. Schön. Und oh, okay, interessant. Ja. Also meinst du den Back 1 von Horror? Ja, das Back 4, Back 4, glaube ich. Achso. Achso, er meint diesen Low. Der Low. Das weiß ich nicht. Low minus 13 ist der. Am Ende war es nur minus 2. Das wäre hart. Wow. So, Mix-Up hat geklappt. In 1. Oh, noch einer. Schön geduckt vom Blue Gangster hier. Okay, jetzt hat er wieder ein bisschen mehr Schwung. Sollte es nutzen können. Nirgendwo. Oh, schön gelacht, aber beides leider gut. Oh, wow. Das ist eine richtige Option tatsächlich, weil er diesen Back One benutzt. Und Trottolino. Er hilft Trottolino, ja. Oh, Doktor? Natürlich. Oh, okay, da, oh nein! Oh, reingemasht auch noch. Ja, da war ein bisschen zu okay, wild. Okay, Matchpoints für Demonic Kicks. Das klappt. Warum nicht? Oh, schön. Das Ground nein, oh, with Punish. Geyser und der Schaden. Und Trottolino, um es zu wenden. Das übernimmt die Versicherung nicht, ganz sicher. Okay, final round. Nice. Oh, okay. Ah, nein, das war jetzt ein Tritt. Ich den Follow-up vergessen. Ja. Beziehungsweise nicht hinbekommen. Oh, die Crotate. Du Gangster, sehr gewagt. Dörne Geyser. Schön angepasst. Er macht es einfach.
Und damit hat er hat die Health Sweeps vorher, die Trottolino, eingesetzt. Und damit ist fertig. 2, 1. Lugenza kommt ins, ja, wenn ich mich richtig erinnere, Semi-Final, wenn ich mich richtig erinnere. Kannst du nicht etwa in die Zukunft sehen? Ja, das ist schwer zu sehen, wobei Blue Gangster ein phänomenaler Spieler ist, also naja, denke ich mal, ist das schwer, ein 2-0 zu bekommen. Ich glaube, mein, oh! mein Favorit ist hier auf jeden Fall Blue Gangster in diesem Matchup. Ja, ja, absolut. Er hat auch gerade ein gutes Beispiel abgegeben. Und ich muss sagen, das ist für mich eine Premiere. Yami Kami sehen das erste Mal ohne sein Signature Leo Cross. Ach, ganz richtig, ja. Obwohl, im ersten Fall stand das auch nicht an, ne? Und dafür hat er Arbeit nachzukommen. Das stimmt, ja. Wahnsinn. Oh, schön Electric, aber leider konnte er nicht viel draus machen. Und dann weiter der Wallsplat hier für Blue Gangster. Hat direkt den Herzschub rangesetzt. Das ist nicht klappen. Was? Oh, der Move hat sich den Full Poach erholt. Und nochmal Glück mit Unglück für Yami Kami. Schöner kann hier. Also ich muss sagen, Blue Gangster ist ein Spezialist, wenn es darauf ankommt, mit Kankan zu whiffpunchen. Das ist wirklich sehr gut ausgeführt hier. Oh, Wall Splat! Oh, okay, mit diesem Parry hätte man nicht rechnen können. Comeback Time, nein! Oh, er hat schon diesen Hell Sweep angesetzt. Den Snake Edge, aber leider zu langsam. Er hätte connected. Schöner Sweep. Oh, und jetzt? Habt ihr mich schon geschlagen? Diesmal connected der Hellsweep. Oh, war das ein Missile-Pot oder nein, war ich es geplant? Das war geplant tatsächlich. So einfach Jump into Neutral. Aber wobei das nicht natürlich. Ich denke, das nicht. Nee. Ich dachte, meinst du, du weißt ja die zwei. Punkt Gold. Final Round. Kleine Überraschung hier. Und auch schöner Whip Punish. FD gegen Leather von Blue Gangster. Und jetzt Max Damage Wardrobe. Da geht noch eigentlich mehr. Du weißt ja nicht, 1, 4, 2. Das hat sich viel gemacht, aber egal. Hauptsache Damage. Wow! Natürlich ärgerlich, aber Blue Gangster bleibt noch am Zug. Schön geblockt von Yami Kami. Alright, für 1-2. 1-2. Wurde nochmal gerettet. 1-0 für Blue Gangster. Ja, guck das mal hier. Also, Yami Kami hat ein TWT, Tekken World Tour Cappy. Ja, das stimmt. Schönes Merch-Paket. Ich möchte auch sowas haben. Ja, das war nicht schlecht. Das war nicht schlecht. Also spätestens nächstes Wochenende werde ich auch nochmal streamen. Oh, okay. Ganz ausführlich natürlich Tekken an. Und ich werde auch mit meinen Freunden zocken und gleichzeitig meinen Geburtstag nachfeiern. Okay. Ja, einiges stattfinden. Wow, okay, nicht schlecht. Ah, schön abgefangen mit Jabs. Bleibt für den Break. Nein. Wow, schön aufgehoben. Und oh, unglücklich. Sehr unglücklich. Die Idee, dahinter war auf jeden Fall sehr gut, aber leider unglücklicher Zufall, der gerade ihm die Möglichkeit genommen hat, die Wand noch zu erreichen. Wow! Nein, Naku! Hat er einen verloren? Oh! Jetzt wird's ernst! Oh, wow, das okay. Hat leider gewifft. Oh, hast du es gesehen? Er hat gerade den Herzschub weggeworfen. So was geht. Gut platzierter DF2. Schon wieder ein random Jump. Scheint ein bisschen putz. Sehr schön. Oh, dieser Wall! Yami Kami beherrscht dich! In den Rücken! Sehr gute, starke Antwort von Yami Kami. Jetzt muss er den Sack nur zumachen. Oh, schön gemacht. Wollt ihr noch die Wallsplat bekommen? Schön gut, Punish. Oh! Das wurde auf jeden Fall ein merkwürdiger Tackle aus der Distanz. Und Max-Up-Time.
A fällt darauf nicht rein. Ich warte auf den nächsten Hälfte. Weißt du, hier, ich will unbedingt Oki wirklich Gott schon erzwingen. Kriegt sie dadurch nicht. Oh wow, nice! Gute Kombo! Blue Gangster! Schön durchgeführt. Ich habe schon gespürt, dass Yami kam gerade auch den Rage Drive auspacken wollte, hat aber noch ein bisschen gezögert. No. Schön weggeflasht, hat alles geklappt, war so geplant, es geht zu Wall und jetzt wurde er nochmal der Damage draußen leiden. Die gelbe aus dem Nichts. Und jetzt könnte er den Sack zumachen, wenn er die richtige Jarl macht. Oh, nein, der Job! Okay, oh! Blue Gangster könnte ein Comeback machen! Mit Animal Sweep! Yamikami ist noch am Leben, es kann noch einiges passieren hier! Mit dem Tackle and Reversal ist! Nein, noch nicht! Blue Gangster noch am Leben! Oh! Ich hab ganz kurz gedacht, das wäre Chip Damage gewesen, aber nein. Er hat aus Versehen Back losgelassen anscheinend. Oh ja. Weil es gibt ja Neutral Guard und manchmal vergisst man das Hankbar. Das stimmt. Das war ja dieser FF2-Move von Leo. Der war früher unsafe. Der war minus 10, ja. Soweit ich mich erinnern kann, ne? Ja, es wurde ja gebracht auf minus 9. Seitdem ein sehr starker Move geworden. Ich meine, Jins Fall, also Demon Paw ist ja auch safe, also verstehe es irgendwo. Aber in Kombination mit den Möglichkeiten, die Leo sowieso schon zur Verfügung hat, denke ich mal, ist das ein bisschen zu viel. Man sieht ja, mit Gangster scheint ein bisschen müde zu sein. Hat ja vorhin schon gesagt, er hat gestern quasi 24 Stunden die Tekken 8 gestreamt. Oh. Oder Aufnahmen dafür gemacht. Ja. Oh, schöner Hellsweep hier von Yamikami, es könnte fast ein... Oh mein Goodness! Schöner Parry von Yamikami. Kami überraschend. Jetzt die Antwort von Blue Gangster. Oh, F4, Blue Gangster into a Und dann das Momentum auf Yamikami Seite. Oh! Jetzt musst du das nur noch ausnutzen. Ach, leider die Combo gedroppt. Ah, da war er zu wenig mit dem OK. Jetzt musst du noch durchziehen. 28% auf der Uhr. Okay, noch 1%! Oh, ich weiß es nicht! Ja, Moment, die haben gerade beide verloren, oder? Beide Punkte bekommen. Beide haben eine Bubble bekommen gerade. Aber das ist immer noch Setpoint für Yamikami. Oh, schön gemacht. Wollte sich gerade hier noch ein Weg raus. Nein! Zu spät drauf reagiert. Schön gemacht. Bleibt safe. William Wall Splat! Schöner Sidestep hier von Yamikami. Oh, Back 2, Setpoint auch jetzt für Blue Gangster, das letzte Match, die letzte Runde hat geschlagen. Oh, oh schöner Sidestep into Can Kicks. Okay, komischer Winkel, da ging nicht mehr. Oh, Wombats! Jetzt die richtige Jungle. Wahnsinn! Es hat gereicht. Yamikami. Warte, soll ich was machen? Unentschieden raus. Wir müssen ja schauen, jetzt, wie sich das weiterentwickelt hier. Das werden wir gleich hier abändern. Oh, okay, schöne Kombo hier von Yamikami durchgeführt. Wollte einen Parry machen gegen Nuggets vorhin. Und man sieht, Blue Gangster versucht sich einen Weg rauszukämpfen irgendwie, aber Yamikami nutzt es sich zu seinem Vorteil und da ein Kankan! Oh, nicht gut, das ist eine relativ ärgerliche Situation gerade. Ja.
Okay, jetzt hier Setpoint. Ich hatte vorhin leider etwas verpeilt gehabt, aber es ist tatsächlich jetzt Setpoint für Yamikami. Es ist ja ein First to Three in dieser Situation, wo wir Winners Finals haben. Oh, sehr schön gemacht hier von Yamikami. Ein Links ab noch. Schön hingeblieben und jetzt muss er den Sack zumachen. Oh! Es dürfte nicht! Das dürfte nicht! Das dürfte wohl nicht wahr sein! Wie unglücklich! Und 3 zu 1. Yamikami ist weiter. Ein Schritt näher. Ja, es gibt die Situation. Aber erst schauen wir hier, wer hier diese Statue mit nach Hause bringt. Miyagi ist es nicht, weil er einfach nicht schlecht ist. Weil du mir falsche Anweisungen gegeben hast. Du hast mir nicht befohlen, auf sein Knie aufzugehen. Schon gemacht. Auf sein kaputtes Knie. Oh, Blue Gangster mit einem schönen Hopkick hier. Und Blue Gangster zeigt uns hier, dass Livia immer noch ein sehr starker Charakter ist. Ist nur vergessen worden. Oh ja, in der Tat. Ah, Blue Gangster mit diesem Druck, das er aufbaut. Schön viel Hits damit, absolut, aber wurde dafür belohnt. Macht. Oh, nochmal! Starke Runde hier von Blue Gangster! So, 1 Dollar für Blue Gangster. Jetzt ein Second Pain. Was spielt denn noch? Spielt er noch andere Charaktere außer Lydia und Jim? Ich glaube, ich denke, er kann auch ein bisschen Katja spielen, ein bisschen Devilgen auch. Stimmt, er hat ja draußen erzählt, Devilgen war eigentlich sein Main. Ach krass. Und er meinte, spielt Devilgen nicht mehr seit den Nerfs. Da finde ich es gar nicht so schlimm. Ja, okay. Ich denke auch, Devilgen ist eigentlich noch spielbar. Er ist halt noch ein bisschen mehr Arbeit als andere Charakter. Nur weniger bastelt als. Ja, definitiv. So, es geht fröhlich weiter hier. Und after 3 Sets. Wow, genau die richtige Lücke erwischt hier. Mit dem Hopkick gelauncht und schön. Der Monkey ist kurze Zeit gefangen genommen in die Wall, aber der Monkey dreht jetzt den Spieß um. Und wird belohnt mit 1 zu 0. Und jetzt Wall Pressure von Lydia. Oh, unaufhaltsam. Der Health. War nochmal alles gut gegangen für den Monkey. Noch hat eine Chance hier das Ding zu drehen. Oh mein Gott, gut gestappt von New Gangster Underwall. Oh. Und er holt sich hier die Bubble zurück. 1 zu 1 Ausgleich. Oh, okay, wir haben uns unterbrochen. Ist die Magic 4, glaube ich, ne? Das kann sein. Ich habe alle ihre Spieler vergessen, weil keiner sie mehr gespielt hat. Das ist lustig, weil es wahr ist. Oh, da muss er vorsichtig sein. Hier, und oh, richtiger Punish. Ah, da hat nur ein Schlag gefehlt. Wolltest du mal spannend machen, Bennett die Runde mit einem Down hier. Was eigentlich immer offensichtlich ist, wenn man low on life ist und noch einen Hit braucht. Aber es funktioniert trotzdem. Oh, fast ein kompletter String hat er getroffen. Monkey Kick hat Range, aber er schafft es nicht, das Mob nochmal einzusetzen. So, 2 zu 0 für Blue Gangster. Ein Punkt fehlt doch.
hat sein Gegner nochmal dran erinnert. Bis 3 wird hier gespielt. Oh, Carcassonne! Ja, vielleicht nutzt er das auch nur als Verstaubspause. Nee, ja, tatsächlich, wie du gesagt hast, wunderbare Schnauzpause gewesen. Da musst du sich noch was Gemütlicheres anziehen. Das war das Outfit, das ist wichtig. Das macht auch Emotional Damage. Aber leider sind hier keine Customized-Kostüme drin, weil du brauchst Kostüme, die auch die Augen des Gegners verletzen. So ein schönes Pink, richtig schöne grelle Farben haben. Überleg mal, du gewinnst nur deswegen. Ich finde manchmal tatsächlich die schwarzen Outfits sehr grenzwertig, ja, weil man da die Konturen absolut nicht so gut erkennt. Ja, das war am Anfang sogar noch schlimmer in Season 1. Bevor wir das dann noch gefixt haben. Momentan noch relativ ausgeglichen. Oh ja, das ist sehr gut. Aber was ich das Momentum sauber geändert wieder. Raus aus der Wall. Nice! Und einmal richtig geraten. Sehr gut. 1-0 für Blue Gangster. Zwei Waffen schenken ihn noch. Oh, leider keine Watt gewesen. Und dann wartet schon der Endgegner oben. Yamikami. Ist Yamikami eigentlich hier auch ausgedrückt? Ich weiß auch jemand. Weiß es nicht, er ist wohl 6 Stunden von mir entfernt. Ja. Oh. Oh, Skyrocket! Das wird viel Schaden sein! Nice! Blue Gangster, set point! Sieht sehr gut aus. Nein, Drop Jerry. Oh, Blue Gangster! So, das heißt, wir sind jetzt im Finale. Blue Gangster gegen Yamikami. And here we go. So, wir haben nur den ersten Tier verpasst. Yamikami legt direkt los. Und Blue Gangster bleibt bei seinem Main Shin. Seit der Blue Gangster muss hier erstmal den Reset schaffen. Oh, schöner Electric hier von Blue Gangster. Leider nicht weitergemacht. Oh, schön. Yes, he can, Ken. Oh, war schon knapp, aber haben wir gesehen, der Schuss ist nach hinten gegangen. Der Schuss ist eindeutig nach hinten gegangen. Geh auf sein Knie. Oh, schön gemacht. Also Blue Gangster dominiert die Runde ziemlich stark gerade. Oh, vor 4! Außerdem gesagt, dass er ein Schuhgraf ist. Einer der besten. Ah ja. Zusammen mit Nui. Und gerade zeigt er es auch. 1-0. Oh, Cactus Slash, okay. Ich dachte, das wäre jetzt ein Rich Girl. Oh, okay. Die Heilwaffe. Es wird richtig dumm, sagt der Mann. Okay. Jetzt wird hier Leute, einiges. Ihr könnt vielleicht gut den Throwback sein, aber Tackles, ihr habt nur 2 bis 4 Frames Zeit. Jetzt kommt erster Move, Wurf 3. Wurf 3. Ja, das werden wir jetzt sehen. Wie lange das noch gehen wird. Oh, Counter-Hit, wir wissen, wie viel Schaden das macht!
Schaut euch das an! So, kennt ihr aber noch die Setups? Das ist die große Frage. Da muss dann noch dran kriegen und danach. Oh, schöner Step! So viel dazu, dass die große Charakter nicht angeblich ja, steppen können. Für den Tackle. Oh, ein weiterer Down 4 hier. Okay. Jetzt kommt die Mental Spreads. Yami Kame, er fühlt sich gerade. Oh, schön gemacht, Spinning Wheel Kick. Oh nein, nicht Bimmy. Das gemacht, aber das sind... Welche Gangster hier? Oh, er hat eine Journal rausbekommen, wow. Mit Tackle, aber es klappt nicht. Du musst den Tackle, glaube ich, hier einsehen und jetzt Rat zu spielen. Eins, zwei oder eins und zwei. Ja, wie viel Damage das gibt. Und nochmal. Oh, schon wieder. Ja, du kannst Throws breaken, aber Madox Tackles ist schon mal eine Nummer anders. Oh, danke! Deswegen wird der Charakter auch nicht im Tackle abholen. Das erste Mal, als ich diese Tackles gesehen habe, war das, als Harada selber gespielt hat. Und der hat also gegen professionellen Tackle-Spieler gespielt. Ich weiß nicht mehr, irgendein Asiate war das. Und der hat damit gewonnen. Und ich dachte, er hat den Gewinner. Der hat einfach die Billig-Tackle zerbissen. Du bist 14. Oh, Tackle-Teil. Also Yami kam hier gerade wirklich gnadenlos mit den Tackles. Wieder ein weiterer Mount. Und jetzt wieder ein hartes Spiel. Aber ich gebe euch einen Tipp, wenn ihr mit rechts nach hinten springt mit Delayed Hopkick. Oder einfach den Tackle lösen. Oh, Yami Kami. Zu schwer. 1-1. Also, Yami Kami hat gehalten, was er versprochen hat. Er hat gesagt, jetzt wird's dumm. Und es war tatsächlich auch. Es ging in diese Richtung, ja. Wird es etwa das erste Mal sein, dass jemand sagt, der hat aber billig gewonnen? Ich glaube, da kann man nichts dagegen sagen. Ich glaube nicht. Also, guck mal, jetzt packt hier der Blue Gangster auch seine Geheimwaffe aus. Jetzt hat sich hier gleich ausgetackelt, würde ich sagen. Tut mir leid, da muss es sein. Okay. Ja, Pandora-Faktor erlauben wir da. Oh! Ihr könnt sagen, was ihr wollt, aber meine Sprüche sind unterhaltsam. Ja, das sind sie, sonst würden diese viele Leute ins Screen schauen, auch unter anderem. Die sind nicht unterhaltsam, die haben nie gearbeitet. Oh! Oh Mann! Blue Gangster! So, wo bleiben deine Tackles? Let's go, tackle me again. Na, Lockmutter ist hier nicht. Ich will doch Honest Mado spielen. Aber da wäre jetzt der erste Tackle vor. Oh, Blue Gangster ist gerade hier am Bild werden. Richtig wild hier, was passiert. Schnelle Runde. Yami Kami tut so, als würde er überlegen. Er tut so? Er wird nämlich gleich tackeln. Ich werde es sehen. Oh, schön gemacht. Also, das war meine Leistung hier. Eine Antwort auf den... auf die... So, Wahl mit Wadung. Auf Snake Select, damit wir keine Holes haben, damit ihr mehr Platz habt zum Backdashen und um dann wieder mit dem Tackle angeschoben zu kommen. Eins! Zu wenig Tackles. Ja, packt jetzt wieder OP Leo aus. Oder geh einfach. Margo noch! Ja, genau. Man kann es ja mal probieren. Genau. Dragon Lord. So, schauen wir mal. Sehr interessante Wahl. Jetzt haben wir wieder Dragunov im Spiel. Ja, das ist Track Anlauf. Das sieht ein bisschen aus, als würde der Blue Gangster kurz einschlafen. Aber jetzt wieder wach geworden. Er ist müde von diesem Menschen. Oh, oh nein!
Counter eingeladen. Was für ihn? Er hat mir so einen Move von Segment, das ist Bambi. Ja. Du hast drei, zweimal den Move von Segment. Oh! Geil! Ich freue mich schon auf die Beta. Richtig Bambi. Oh nein, weiterer Schlag! Also, Blue Gangster wirklich, gibt seinen Gegner ziemlich. Ich spiele halt nach TBT Rules, aber es ist kein TBT Event, also deswegen kann man hier auch. Oh, Power Crush! Kaum Spiel spielen drücken. Ja, schön gemacht. Wahnsinn! So, 3-1 für Reset. Genau, der Herr sagt sich, Reset Time. Reset Stop. So. Okay, natürlich ist das ist die beste Wahl, dass Yami Kame zurück auf seinen Main-Charakter geht, und zwar Leo. Ich glaube ja. Aus, welche Seite ich nehme manchmal aus, Jux auf der anderen Seite. Wow! Da ist er wieder! Jetzt macht er den Miyagi! Jetzt schaut er meine ganze Rage an! Wir sind Rage, aber auf jeden Fall ist eine gute Taktik. Ja, das ist es. So, schöne Combo hier von Yamikami. Leider kein Punish gelungen, aber er hat dennoch einen Counter draus gekriegt, womit er jetzt schon guten Schaden machen kann. Ganz gut. Nice Hopkick! Zu 1, da kommt der Sand. Schön gemacht. Oh Mann. Wahnsinn! Ich hätte die Fortschritte gedacht, aber. Das war richtig gedacht. Richtig ausgeführt. Oh! Ein Haar zu spät leider. Der White 72. Oh, schön gemacht hier von Blue Gangster, hat den Gegner gerade im Holzblatt verpasst. Oh, nice! Jetzt kann er nochmal den Spieß kurz umnehmen. Aber viel zu riskant, dieses Snake Edge. Oh, Wahnsinn! Oh, gleich gedrückt und da wieder mal! Das wird so viel Schaden. Ein unsicher Leben hat er noch, aber jetzt braucht er genau das richtige Mix ab. Nein! Oh! Er hat dass es auch Grounded trifft, aber. Ärgerlich. So, 2-0 für Blue Gangster. Also erster Kampf nach dem Reset. Das kommt eigentlich schon so lange vor. Ja, wirklich. Also. So, aber wir sind ja jetzt schon im Grand Final. Also, es
ist gleich fast vorbei. Wir haben das Preset geschafft. Und jetzt geht's um alles. Du Gangster hat sich ja schon den ersten Punkt abgeholt. Oh, Blue Gangster, gerade wieder mit sehr viel Momentum unterwegs. Also ich glaube, die Chancen stehen auch sehr gut, dass Lydia in Tekken hat erscheint. Ja, davon gehe ich auch natürlich aus. Mein neuer Charakter, gerade letztens rausgekommen. Ich glaube, Fakum Rahm wird ebenfalls dabei sein. Da bin ich mir nicht echt ganz sicher. Könnte mir eher ein Comeback von vorstellen. Ja, das wäre sogar noch von allen Rimmstühlen. Und der letzte Schlag! Von den Rager sieht zwar cool aus, aber es dauert ewig. Selbi mit Negan, ich jetzt mag das Wort. Allein die Aktivierung dauert 14 Jahre. Blue Gangster rastet gerade richtig aus. Schön mit der Attacke in der Ecke. Diesmal geht der Schuss nicht nach hinten los. Diesmal trifft er hier den Abdrücken von der Wall. Jetzt muss er noch die richtige Option gehen. Ein Meter noch. Nein. Lässt sich ja viel zu sehr beeindruckt von Lydia Schwitz. Okay. Wahnsinn! So, und rein und straight hintereinander. Punkt Nummer 2 für Blue Gangster und Matchpoint. So, also er hat gleich nicht nur Reset geschafft, sondern auch das Turnier gewonnen. Beziehungsweise diese geile Tech gestartet. Die du nicht bekommst. Ja, danke Miyagi. Ja, danke Miyagi. Oh, schön gemacht, der Blue Gangster. So, aber wir sind hier immer noch die Lebenszeichen von Yamikami. Aber da schon wieder was sonst ist der komische Jump. Also, das kann einfach nur ein bisschen gut sein. Oh! So, Yamikami kann noch was. Ja. Alles safe on whip. Ja, DLC Power! Pay to win! Kannst du noch nicht verüben, er hat 5 Euro dafür. Oh! Schön gemacht. Oh, ich dachte, da war Oh! Ist das ein Comeback von Blue Gangster? Schön gedrückt! Er ist noch im Spiel! Yes. Okay, oh, schöner Magic 4 hier vom Gangster. Oh, Wall Splat! Oh, das ist sehr unglücklich. Oh, das hätte nicht passieren dürfen. Und da hat er direkt noch die F2 bekommen. Direkt beim Ausschlag nur und den Hell zu nehmen. Wow, Yami Kami, sehr schön eingegeben. Das war ein Punish und er hat noch genug Zeit für den Rageout. Wow! Oh, Blue Gangster noch im Spiel! So. Set Point! Tournament Point! Wenn man genau sein will. Da war ein Trading da muss man ready für sein, muss man kicken wollen. Man darf da nicht auf die Sonst. Kommt der Launch in der Oh! Bravo, Leute! So, das war's. 3-0 für Blue Gangster. Er hat hier nochmal den Reset geschafft und das ganze Ding nochmal in den Händen.